SFB Training Camp ist sehr wichtig für die Spieler, weil wir bieten professionelle Strukturen, professionelles Training und die Möglichkeit, sich zu präsentieren bei anderen Clubs. Wir organisieren Freundschaftsspiele gegen Super League und Challenge League Clubs. Und so werden die Spieler von anderen Teams gesehen und können sich so sehr gut präsentieren. Das ist eigentlich eine Phase von in einer Karriere von einem Fußballspieler. Er ist momentan vertragslos. Das hat nichts zu tun mit der Qualität des Spielers. Ab und zu ist eine Entscheidung von dem Verein. Aber auch ab und zu ist auch eine Entscheidung von dem Spieler, dass er nicht verlängert einen neuen Vertrag. Erstens mal, es ist sicher super für einen selber, zum fit bleiben. Wenn eine Möglichkeit kommt in einem Verein, hat man schon trainiert und man ist schon auf einem gewissen Level, damit man ins Mannschaftstraining einsteigen kann, bereit. Also als Spieler lässt es einem nichts an Wünschen übrig. Man hat ein professionelles Training, man hat die Betreuung mit Physio, mit Massage, wenn nötig, mit Kältekamera für die Erholung, mit jensten Sachen, das Material wird einem bereitgestellt. Also es ist wirklich 1:1 wie in einem Profiverein, ist der Spielbetrieb aufrechterhalten. Die ganze Partnerschaft beinhaltet eigentlich die ganze Regeneration von den Spielern in der Phase, wo die Saison aufgehört hat, bis sie halt wieder einen Verein gefunden haben. Sie kommen jeden Tag mittlerweile hierher. In die Therapie, Massage, sie können auch den Trainingsraum benutzen. Wir haben bei uns eine Kältekammer, wo wir vorher auch mit den Spielern drin gewesen sind, wo für die Regeneration zuständig sind. Es ist normal in einer Fußballerkarriere, dass der Moment kommt, wo man den Verein wechselt. Und da gibt es halt oft eine Zeit wie ein Monat oder zwei Wochen, in denen man ohne Vertrag ist. Und da ist es optimal, dass die Gewerkschaft ein Training anbietet, ein Camp anbietet, wo man sich fit halten kann und wo man auch die Kontakte pflegen kann. Es ist extrem wichtig für die Spieler, sich zum Vorbereiten für die nächste Saison. Und bei uns in der Trainingcamp, wir anbieten das. Wir anbieten Fußballtraining. Ist nicht das gleiche auch wie Kraftraum oder alleine zum Trainieren.